Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hi-Rise City hier bei Heisenberg Zockt. So, hier haben wir unsere, neue Agglomeration. Nö, dem würde ich nicht so sagen. Eine Agglomeration ist eigentlich eher was Kleines, Vorgeschobenes. Und das hier ist ja eigentlich schon wieder fast eine Großstadt, wenn auch nur mit ein paar Häusern. Aber das wird sich ändern. Aber schon auch cool, wie die Häuser halt hier aussehen, wenn man da richtig rankäme. Ist da noch einer? Hier oben ist noch einer. Ja, guckt euch das mal an. Wie cool ist das denn? Ich kann aber leider nicht mehr näher ran, weil, ja eben, dann rutsche ich hier durch. Aber das ist ja, das sind halt so die Details eben, die das Spiel wirklich auch sehr schön machen. So, wie sieht es denn grundsätzlich aus? Wir haben keine Fenster oder fast keine mehr. Wir können aber hier, glaube ich, nochmal bauen. Dann machen wir das. Und zwar mit den Managern. Ja, ein, zwei Felder. Ne, vier wahrscheinlich. Was haben wir eigentlich hier hinten? Das ist eine Spedition. Hier sind auch Blocks. Ja, vier Stück, immerhin. Sehr gut, weil wir haben Nachfrage, jetzt ist gerade runtergegangen. Ja, wir lassen es mal so laufen. Oh, 5 Millionen. Jetzt haben wir aber hier tatsächlich wieder Geld verdient. Also dafür, dass wir mal auf 500.000 waren. Das ist ja noch nicht Ewigkeiten her. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Gut, was machen wir sonst? Ich würde sagen, wir kontrollieren mal schnell. Wie geht's denen hier? Ne, das ist ein Büro. Ich brauche den Wohnkomplex. Möbel und Bier. Oh, da stand schon vor 10.000 Jahren tatsächlich in den Kommentaren. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber genau, dass wir Biermangel haben. Wir sitzen auf dem Trocknen. Habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, ist aber so. Möbel fehlen, Bier fehlt. Wir haben eigentlich massiv Möbelfabriken nochmal hingestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Irgendwo. Dann würde ich halt nochmal ein paar machen. Oder nee, lasst uns hier gucken. Das wäre der sicherere Weg. Möbel haben wir 70 und verbrauchen 55. Okay, dann finden die Möbel den Weg darauf nicht. Ja, da müssen wir aber nicht bei den Möbeln was machen. Oh, was wir natürlich machen könnten, wir könnten natürlich hier in der Nähe, dass die vielleicht nicht so weit fahren müssen. Weil Speditionen haben wir hier, oder haben wir hier zu wenig Speditionen? Das könnte natürlich auch sein. Also in dem Bereich hier oben. Ja, ich würde hier tatsächlich mal noch eine Spedition hinsetzen. Das bewirkt je nachdem vielleicht sogar ein kleines Wunder, dass die hier auch tatsächlich an ihre Sachen rankommen. So, einmal Spedition. Kann ich hier schon einstellen? Jawohl, kann ich tatsächlich schon. Das wäre dann für den Bereich hier. Sehr gut, bitte bauen. Jetzt wollte ich noch was anderes, nämlich genau. Das mangelt dann Obst, okay. Die Köhlerei. Da ist das Lager voll. Ja, eben deswegen. Lager voll. Ja, eben, dann schickt doch ein LKW. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Produktionslager ist voll. Ja, genau deswegen. Lager ist voll. Wir können das nicht abholen. Was ist das denn komisches? Also wenn ja das Lager voll ist, dann müsste das ja abgeholt werden. Das wäre ja genau die Grundidee. Aber hier mal. Hier geht's. LKW unterwegs. Hier fehlen die, Grundstoffe. Genau. Quarz. Das Problem kennen wir. Quarz bauen wir irgendwo hier unten ab. Und da können wir nicht mehr machen. Man sieht hier. Ja, das sind auch alles Quarz, Kollegen. Genau. Also wir haben eigentlich das Ganze soweit ausgenutzt. Könnten wir mit noch was umziehen? Ja, vielleicht mit den beiden, mit der Eisenmine, mit dem Lagerhaus, würden wir hier nochmal so eine Mine reinkriegen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob diese Mine dann den Braten fett macht. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Gut, Spedition haben wir gebaut. Aber mir gefällt natürlich das hier nicht. Ne, das war's nicht. Wo war es jetzt? Hier unten, glaube ich. LKW ist unterwegs, jetzt geht's. Vorher hieß es doch, geht nicht. Wie sieht's denn hier aus? Lager ist voll. Was für ein Lager denn? Dass das Lager voll ist, ist genau da. 16 von 16 wird abgeholt. 0. Backt das Ding ein bisschen? Weil Lager ist voll, ist ja Käse. Das soll ja eben abgeholt werden. Wir machen hier noch eine Spedition hin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir von denen nicht wirklich genug haben. Wo haben wir Platz für so ein Teil? Irgendwo halbwegs in der Nähe. Oder machen wir es ein bisschen kleiner? Ja, dann passt das hier hin. So, einmal Spedition. Dankeschön. Jetzt haben wir gesehen, wir können hier bereits den Winkel einstellen. Oder den Winkel vor allem. Die Größe. Circa gespeichert. Moment. Ja, da sehen wir ungefähr den Radius. Bisschen kleiner. Ich würde sagen, passt soweit. Ich musste gerade niesen. Entschuldigung. Und jetzt fehlt irgendwie noch an Gemüse, hieß es. Lasst uns mal schnell gucken. La Gemüse. Da sehen wir. 84. Ja, wir haben zu wenig Produktion. Beim Getreide haben wir ein bisschen eine Überproduktion und hier haben wir auch eine Überproduktion. Ja, da müssen wir hier tatsächlich nochmal was machen, weil wir produzieren schlicht und einfach zu wenig Gemüse. Also, produzieren wir genug. Zack, haben wir diesen. Dann Gemüse haben wir hier, den Gemüsehof. Und wir haben hier ja doch durchaus noch ein bisschen Platz. Machen wir den mal von hier
Haben wir überhaupt genug Rohstoffe? Das werden wir gleich rausfinden. Na, hier raufgehen und da rein. Aha, das geht nicht. Da haben wir eine Kollision. Ja, jetzt, wir sind aber jetzt gerade hier beim Gemüse dran. Moment, ich muss nochmal hier weg. Nehmen wir hier rüber und dann hier wieder rein. Funktioniert das? Jawohl. Und? Jawohl. Einmal Gemüsehof. Sehr gut. Wo mangelt's? Backwaren. Bier haben wir auch noch gesagt. Es mangelt irgendwie überall ein bisschen an allem. Wir schauen mal schnell beim Bier, würde ich sagen. Die sind wichtiger als Backwaren. Leider, das habe ich jetzt nicht gesagt. 5 Produktion, jawohl, Verbrauch, ganz klar. Hopfen haben wir in rauen Massen. Ja, dann ist ganz klar, was wir machen. Wir brauchen massiv mehr Brauereien. Die setzen wir gleich mal hin. Die Bierchen waren bei hier, genau. Brauerei. Mhm. Die brauchen dann auch wieder Getreide, das ist natürlich wieder Käse. Aber wir bauen mal, würde ich sagen, Brauereien hier ohne Ende hin. Da, wo sie hingehen. Ja, jetzt mangelt es an Gemüse. Jungs, ich weiß. Hier oben wäre zum Beispiel kein schlechter Platz. Hier haben wir eh schon Verschmutzung. Ein bisschen. Und das wäre zumindest in der Richtung, wo wir Hopfen anbauen. Ungefähr. Geht das irgendwo hin? Hier. Was haben wir denn hier noch? Ich möchte natürlich nicht nach da hinten. Ach, sonst lass uns doch hier raufgehen. Das ist ja egal. Es mangelt an Fleisch. Ja, wir machen hier mal 3, 4 Brauereien hin. Damit wir den ganzen Hopfen sozusagen abarbeiten können. Eine Spedition müssten wir hier eigentlich haben. Ja, das sind... Ach ja, hier unten den ganzen... eine Riesenladung. Jetzt mangelt es an Fleisch. Es mangelt an Gemüse. Gemüse haben wir gerade gemacht. Ja, schließen wir. So, so kann man sie zumachen. An Fleisch mangelt es tatsächlich auch, hieß es. Aha. Das ist, glaube ich, kein Fleisch. Nee, das ist Lehm. Nicht zum Verzehr geeignet. Da, Fleisch. Rinder ohne Ende. Aber kein Fleisch. Dann ist relativ logisch, wir brauchen Metzgereien. Haben wir hier? Ne, das war dann doch nicht hier. Moment, geh nochmal zurück. Geh nochmal rein. Die Nahrung, hier, Fleisch. Fleischerei. Die heißen hier nicht Metzgerei. Okay, machen wir. Und wo waren wir euch hin? Auch da, wo wir Platz haben. Fleischerei. Hier passt keine mehr hin. Hier passt noch eine hin. Außenrum können wir dann noch ein paar Büros stellen vielleicht. Geht hier auch nicht hin oder fehlen die Ressourcen? Ja, jetzt fehlt Stahl. Also müssen wir hier schnell warten. Und irgendwas hat doch auch noch gefehlt. Also Bier haben wir jetzt gemacht. Tatsächlich Möbel haben wir gemacht. Und was habe ich hier hinten noch gesehen, was da auch fehlt? Die Möbel sind jetzt okay. Das hat wieder ein Momentchen gedauert. Weil eben, da haben wir jetzt dermaßen viele Möbelfabriken hingestellt. Und hier beim Bier. Jo, da müssen wir halt ein bisschen Geduld haben, bis das dann wieder in die Gänge kommt. Ansonsten Fleisch haben die. Aber das ist natürlich für die ganze Stadt wahrscheinlich gerechnet, dass da einfach grundsätzlich Fleisch fehlt. Na, hier hinten schnell schauen, bei denen. Was haben die für Mangel? Die haben auch Biermangel. Und hier Freizeit. Und die Religion. Gut, da machen wir natürlich auch gleich noch was. Freizeit und Religion. Hier haben sie alles soweit. Okay, das heißt, in dem Bereich müssen wir nochmal was machen. Und zwar, Freizeit war hier. Da gibt es nicht ein Stadion, da gibt es ein Kino. Zack. Und dann haben wir noch die Religion gehabt. Das wäre... Wo haben wir denn, Kollege Religion? Hier. Ja, vielleicht sogar nochmal eine Klosterkirche, eine schöne. Die wäre dann... Ja, zack, hier. Dann müssen wir das hier auch gewuppt kriegen. Würde passen. Ah, Wasserproblem. Wahrscheinlich das... ja, genau, die Gemüsefarm hier oben. Das hatte ich sogar im Verdacht. Einmal Rohr, das Wasser. Da. Dann den hier. Und dann bauen wir das hier mal entsprechend aus, dass wir hier mehr oder weniger alles ausfüllen. Einmal hier rüber, einmal hier hin, dann da rein. Und irgendwann werden wir natürlich wieder Probleme haben dahingehend, dass wir wahrscheinlich zu wenig Wasser haben. Wir haben aber jetzt so viele Wasseraufbereitungskollegen überall hingestellt, also das müsste eigentlich auch reichen. Gut, Wasserversorgung haben wir. Dann wird das hier weggehen. Wir haben hier eigentlich genug. Was wir noch machen könnten, was ich gerade gedacht habe, wir könnten Hopfen... Ja, wir könnten Hopfen exportieren. Davon haben wir dermaßen viel. Wo haben wir es denn hier? 168 Tonnen. Ja, wir bräuchten noch mal ein paar Brauereien. Wobei, jetzt sehen wir, wir haben die Produktion auf 26, der Verbrauch auf 13. Also das ist eigentlich auch okay. Da müssen wir eigentlich auch nichts mehr machen. Und wir müssen Hopfen nicht exportieren, weil wir machen dermaßen Geld gerade wieder im Moment, dass wir da gar nichts machen müssen. Aber was wir machen müssen? Richtig. Wir gehen noch mal schnell hier hin und machen noch mal ein paar Manager hier rein. Und danach werden wir mal gucken... da fehlen schon wieder die Ressourcen. Danach werden wir mal gucken, wollte ich gerade sagen, wie das hier aussieht.
Ja, knappe 5000. Da fehlen nochmal 20.000. Ja, das wird ein Momentchen dauern. Also das wird tatsächlich ein Momentchen dauern. Ansonsten grundsätzlich, wir haben hier keine Meldungen mehr. Von wegen, dass irgendwas fehlt. Oder was ist das hier oben? Ja, das ist irgendwie ein Müllproblem. Oder was haben die hier? Zu viel Müll. Ja, dann brauchen wir nochmal eine Müllabfuhr. Okay, kriegt er. Das war hier. Ne, das war hier. Le Müll. Ist hier. Eine ausgebaute Müllabfuhr. Macht die irgendwie Schmutz? Die ausgebaute Müllabfuhr ist sehr effektiv und kann eine sehr große Reichweite abdecken. Ich hier hinsetze, ich sehe die Reichweite halt noch nicht. Muss wahrscheinlich erst gebaut werden. Ich mache die mal hier unten hin in der Hoffnung, dass wir da nicht alles versauen. Mit irgendwelchem... Ah, jetzt, da ist die Reichweite. Ja, massiv. Wir machen die aber ein bisschen kleiner, damit das Ganze effektiver wird. Würde ich mal so lassen. Gut, was haben wir hier? Jetzt fehlen Büros. Aha, bei den ganzen... Ja, bei den Brauereien. Gut, da können wir natürlich auch nochmal nachhelfen. Wir machen nochmal ein paar Büros hin. Und zwar... Wir schauen mal wo. Ja, da dauert es ein Momentchen, bis da alles geladen wird. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir doch eine relativ große Stadt. Vielleicht hier unten eben, weil hier stören die. Also die stören sich nicht an irgendwelchem Lärm oder sonst irgendwas. Machen wir noch ein paar von denen hin, weil grundsätzlich fehlen einfach Büros. Es wird ja nicht deklariert, welche Art von Büros das fehlt. Dann machen wir einfach mal ein paar solche, würde ich sagen. Ja, so wächst das hier. Das wird schon eine große Stadt. Also das ist relativ jetzt schon abzusehen, dass das Ding dann doch relativ groß wird. Hier unsere Hochstraße, die ab und an von Autos besucht wird. Sage bewusst ab und an. Hier sind welche. Also so richtig massiv wird es nicht genutzt. Die Idee war natürlich eben auch, dass wir hier nochmal siedeln und dann entsprechend eben auch von hier Leute haben, die wahrscheinlich dann die Brücke nutzen. Aber sieht im Moment noch nicht danach aus. Es fehlen immer noch 72 Büros. Ja, sollen wir nochmal ein paar von denen hinstellen? Von den... von der Zone Bürodichte 2. Und davon hat wirklich eine ganze Ladung. Irgendwo hier unten, wo wir den Platz haben. Vielleicht nicht bei der Brücke, sondern hier. Es gibt einen Mangel an Obst. Aha, okay. Moment. Ja, jetzt fehlen die Ressourcen, aber das ist nochmal eine ganze Ladung. Das sollte eigentlich helfen, hoffe ich mal. Und eigentlich müssen sie relativ schnell bauen, weil wir ja die Nachfrage haben. Ja, da sind sie schon. Das ging jetzt relativ zügig. Was fehlt? Obst. Das halte ich irgendwie ein bisschen für ein Gerücht. Das hat doch vorher gerade nicht gefehlt. Ne, guck mal hier. Produktion 126, Verbrauch 100 bei Obst. Ja, das haben wir, glaube ich, auch gerade behoben. Ja, wobei, Produktion 6, Verbrauch 3. Ja, also, haben wir auch. Da müssen wir auch nichts mehr machen. Die warten halt wahrscheinlich immer noch auf die Büros hier oben. Ne, da haben wir was anderes, nämlich... Ja, da fehlt Getreide. Wahrscheinlich, es könnte sogar sein, dass jetzt generell Getreide fehlt. Jawohl. Oh, massiv sogar. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir jetzt halt überall bei diesen Firmen auch noch Getreide brauchen. Also, Marmor können wir. Was brauchen wir denn für ein Getreidefeld gleich nochmal? Das war er hier. Da brauchen wir Eisen, das haben wir in rauen Mengen. Ja, das haben wir eigentlich alles. Ziegel und so weiter, das haben wir. Dann können wir hier nämlich nochmal ein Riesending hinstellen. Oder sagen wir mal was Größeres zumindest. Nicht ein Riesending, aber irgendwie wirklich einen fetten Hof. Na, hier irgendwie runtergehen und hier wieder rein. Geht das? Jawohl. Okay, das müsste doch wieder ein bisschen was bringen. Also, wir haben hier, guck mal, das ist ja überall Getreide hier, ohne Ende. Wahrscheinlich fehlen dann denen wieder irgendwie Büros, wenn wir Pech haben. Ja, machen wir doch gleich eh nochmal ein paar hin. Vielleicht mal ein paar von denen noch. Können wir auch hier hin machen. Weil eben, da hieß es mehrfach, das ist egal, wo die sind, man muss sie einfach haben, die Büros. Und die Wohnungen, da ist eigentlich genau das Gleiche. Gut, es spielt eigentlich nur bei den Industrien eine Rolle, wo die sind. Also eben halt nicht bei Wohngebieten und so weiter, das ist klar. Was habt ihr hier für ein Problem? Ach nee, da kommt gerade Müll an. Okay, das ist ja in Ordnung. Auch die haben so ein riesen Einzugsgebiet. Ja, wird gerade gespeichert. Das ist zu groß, Jungs. Macht ihr mal ein bisschen kleiner. So, damit ihr eben effektiver arbeiten könnt. Das ist die Idee. Geld, ja, 600.000 pro Woche. Also das können wir definitiv so laufen lassen. Wir könnten uns wahrscheinlich sogar leisten, dass wir Stahl importieren, weil Stahl ist immer noch ein bisschen am Wackeln hier. Gucken wir nochmal bei der Stahlproduktion. Da brauchen wir Kohle und Eisen. Eisen haben wir. Hier haben wir Eisen, hier haben wir Kohle. Das wäre soweit okay.
Da würde ich sagen, wir machen nochmal eine Stahlschmelze. Die Stahlschmelze ist halt dahingehend Käse, man kann es nicht anders sagen. Die macht halt eine Riesenverunreinigung. Steht das hier überhaupt? Nee, steht eigentlich nicht. Aber gibt es hier irgendwie sowas wie Verunreinigungsparameter? 505x5. Ja, Stromverbrauch steht dort, ansonsten steht da eigentlich nichts. Und dass er halt einen Straßenanschluss brauchen. Jo, das glaube ich. Oh, da fehlen wieder Arbeiter. Sollen wir hier nochmal? Wir machen hier nochmal so ein Teil hin. Wenn es geht. Hier geht's. So, ich hoffe, dass das nicht da reinstrahlt, sonst werden wir es merken. Und hier unten, mittleres Büro, da fehlen tatsächlich die Leute, die da wohnen. Kriegt er? Ingenieure? Nö, machen wir die mal. Kann ich hier überhaupt? Ich muss erst schnell kontrollieren. Na, hier, den hier haben. Uff. Ja, okay. Das sieht jetzt so nicht unbedingt danach aus, als müsste man hier unbedingt bauen. Hier hinten sowieso nicht. Und hier oben, das ist reserviert. Ja, ich habe gerade gesagt, es ist eigentlich egal, wo wir es hinstellen. Also wo wir die Wohnungen hinstellen. Sie müssen einfach vorhanden sein. Hier hinten wird es zum Beispiel auch gehen. Und hier nochmal ein bisschen bauen. Das würde ich glatt tun. Ressourcen fehlen für die hier. Jetzt geht's. Ich war, glaube ich, auf dem falschen Reiter. So, überall. Zack, 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 zack. Und nochmal zack, zack. Und hier noch zack und diesen zack. Ne, jetzt fehlen die Ressourcen. Aber die noch. Ich bin bei den Wohnungen, ja. Da, wo ich hin muss, wenn die Arbeiter fehlen. Jetzt fehlen hier die Ressourcen. Lassen wir das mal hochziehen. Und dann hoffe ich, dass wir da auch ein Ergebnis haben, relativ schnell. Auch hier oben fehlen Arbeiter. Das heißt, wir haben einfach zu wenig Büros. Ist relativ deutlich. 11 Arbeiter fehlen hier. Gut. Also. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Bis wir da wieder an Holz rankommen. Haben wir grundsätzlich, ich glaube, wir haben halt tatsächlich grundsätzlich immer noch ein Problem mit Holz. 201. Guck mal, der Verbrauch. Ja, dann ist klar, was wir machen. Wir haben hier hinten eigentlich noch genug Möglichkeiten. Nicht für ewig, aber zumindest für einen Moment. Dass wir hier nochmal ein paar ausgebaute Holzfällerbetriebe machen. Nee, Land gehört nicht Ihnen, das ist soweit richtig. 77%, in Ordnung. 53 gefällt mir nicht. Kriegen wir hier noch was Besseres? 62. 57. Es geht dann halt hier schon rapide runter. Ja gut, das haben wir ja schon gemerkt. Dass das hier massiv runter geht. 70 haben wir hier nochmal. Mach mal den hier. Ja, von mir halt auch mit weniger Prozent. Weil wir brauchen einfach mehr Holz. Je mehr wir von denen hinstellen, desto mehr Holz haben wir. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Oder? Ja gut, aber jetzt hier dieses Land kaufen, das ist halt auch nicht wirklich Wald, behaupte ich. Haben wir irgendwo noch dichten Wald? Ja, hier hinten. Aber das werden wir nicht mit einem Landkauf erreichen. Das könnte eigentlich auch schon Land, beziehungsweise Wald sein, in dem Sinne. Hier wahrscheinlich auch. Die Frage ist halt, ob man da raufbauen kann. Hier hinten sind je nachdem dann sogar noch irgendwelche Vorkommen. Das könnte natürlich sein. 5 Holz, es ist ja unglaublich. Kann ich hier nochmal Holz? Hier haben wir auch nochmal Platz. Machen wir hier nochmal 2 Stück hin. Und bei denen kann man ja auch den Radius einstellen. Ne, das sind die maximalen Mitarbeiter. Okay, das ist einfach der Radius, den sie tatsächlich ausnutzen. Jetzt ist den zu laut. Ist ein Scherz. Lärm ist zu hoch. Warum ist denn hier der Lärm zu hoch? Von was denn? Was seid ihr denn eigentlich für Leute? Das sind irgendwie, das ist glaube ich Stufe 3, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt haben die hier zu laut. Wo ist die Lautstärke? Aha, wegen den Holzfällern. Es macht eigentlich schon Sinn. Holz fällen, Bäume fällen, macht natürlich Krach. Also das ist natürlich schon richtig. Was sind das denn hier? Wohngebiete? Kann ich das mal weghaben? Bitteschön. Mit Rechtsklick? Nö, geht nicht. Wie kriege ich das dann nochmal weg? Draufklicken. Was haben wir hier? Spedition, städtisch. Ja, einfache Holzfällerbetriebe. Oh, die sind halt umzingelt hier natürlich von denen. Ich würde sagen, das kappen wir, das bringt so nichts. Das sind Wohnungen, haben wir gesagt. Das sind sogar alles Wohnungen. Also einmal Lübacker. Ist gespeichert. Jo, das ist wunderbar. Aufpassen, dass wir nichts abreißen, was wir noch brauchen. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Ja, das wäre schon mal okay. Das muss weichen, das muss weichen. Das weicht, dies weicht, das weicht. Ne, noch nicht erwischt. Jetzt. Okay, dann sind die weg. Und dann würde ich sagen, machen wir doch hier gleich mal noch ein paar Büros hin. Damit das wieder gefüllt ist sozusagen.
Und jetzt, weil wir die Wohnungen gekappt haben, müssen wir natürlich auch die Wohnungen hier nochmal zurückgeben. Und zwar irgendwo, wo eben nicht Krach ist. Hier hinten, wo wir angefangen haben. Hier ist eigentlich kein Krach. Hier können wir tatsächlich nochmal ein paar von denen hinsetzen. Und dann fehlen wieder die Ressourcen. Funktioniert aber. Ist natürlich eine schöne Gegend. Ah, eben kein Lärm, keine Verschmutzung. Und wir sehen, wir brauchen überall noch Arbeiter. Hier fehlen tatsächlich überall noch welche. Gut. Häuser hinsetzen. Was machen wir? Machen wir mal bei denen nochmal. Was wir hinkriegen. Ja, das ist gar nicht schlecht, was wir da hinkriegen. Das gefällt mir soweit. Jetzt fehlen die Ressourcen. Dann können wir bei denen nochmal nachlegen. Machen wir hier nochmal einen Riegel. Dann fehlen die Ressourcen auch schon wieder. Was ist eigentlich das hier? Die Kirche. Mhm. Es mangelt an Backwaren. Ach. Sag mal, echt jetzt? Backwaren? Hatten wir vorher, genau, die haben schon... Mehl haben wir ohne Ende, ui. Backwaren haben wir zu wenig, wir brauchen Bäckereien. Nee, Blödsinn. Doch, Mehl. Mehl und dann Bäckerei, das ist schon richtig. Sehen wir hier nochmal. Getreide, daraus wird Mehl und das Mehl werden die Brötchen. Also, Bäckereien, ahoi. In rauen Massen, wenn es irgendwie geht. Die Frage ist, wohin mit euch? Hier unten, die stören sich ja wahrscheinlich nicht an Holzfällern, nehme ich an. Und hier sind Wohnungen, die stören sich nicht an der Bäckerei. Ich denke, das kann man machen. So, und wie gesagt, also wirklich eine ganze Ladung. Da kommen wir hier nämlich auch vernünftig an Brötchen ran. So, da haben wir jetzt ordentlich was hingesetzt. Das waren 7, 8 Bäckereien. Wenn wir so viel Mehl haben, müsste es ja gehen. Jetzt haben wir aber ein grundsätzliches Stromproblem. Okay, dann werden wir beim Strom noch was machen. Mit 7,1 Millionen werden wir uns das leisten können. Biogasanlage, da fehlen Ziegel. Ein ausgebautes Sonnenwärmekraftwerk. Das können wir doch machen. Okay, machen wir. Ui, das ist aber riesig. Haben wir hier unten, glaube ich, schon irgendwo? Wohin mit dir? Nö, das ist alles Platz. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist alles Platz, den wir brauchen. Wir brauchen eigentlich sowieso jeden Platz. Hier rein geht's nicht. Hier oben wird es noch funktionieren. Ja, machen wir dich dahin. Straßenanschluss hast du. Hier haben wir ja den anderen Kollegen. Dann sind die hier oben. Die muss man ja nicht verbinden. Die hängen so oder so zusammen. Gut, liebe Freunde, danke euch fürs Zusehen, hoffe, euch ein bisschen gefallen. Wir sind immer noch auf einem guten Weg, wir haben Geld ohne Ende und dass wir hier irgendwie Mangel haben an Arbeitern, das werden wir lösen, indem wir hier natürlich noch zusätzliche Wohnungen hinstellen. Dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag, danke fürs Zusehen und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, tschüss.